Köln-Widdersdorf. Arne Schneider und Robin Sturm hat einen Notruf erreicht. Hallo, Sie sind die Frau Schulz. Ja. Sie haben angerufen. Guten Tag. Worum geht's denn? Da ist jemand in mein Haus gegangen. Okay. Da ist jemand reingegangen? Den kennen Sie nicht, oder was? Ja. Nee, ich bin gerade von einer Freundin gekommen, vom Kaffee trinken. Ja. Und ich habe ihn aber gefilmt. Weil er sah Sie schon so. Haben Sie nicht angesprochen, die Person? Nein, der sah so komisch aus. Also der hat was zeigen Sie mal? Gehen Sie mal meinen Kollegen her. Muss man einfach. Also, läuft natürlich schon ein bisschen. So, gut, erkennt man jetzt nicht so viel. Hat er eine Mütze auf oder was ist das? Ja, Mütze, der hatte irgendwas so auf Hand. Und der war so schnell in meinem Haus. Machen? Das hat ja keine 10 Sekunden gedauert, nee. Hatte der die Tür auf. Okay. Gut, die haben Sie aber noch nie gesehen, die Person? Nein. Okay. Sie haben auch, ist auch sonst keiner hier, irgendwie, der jemanden reinlässt? Weil wenn die Tür jetzt so schnell auf ist, nein. Ist natürlich jetzt schon unüblich. Nein, mein Mann ist auf der Arbeit, der Sohn in der Schule, es ist keiner da. Und die Person, hatte die irgendwelche Gegenstände in der Hand? Irgendeine Tasche, irgend sowas. Ja, das bräuchten wir nachher wahrscheinlich noch mal. Ne? Ja. Lassen Sie das bitte auf dem Handy. Vielleicht nehmen wir das Handy gleich noch mit. Wir nennen Ihren Ausweis, hätten wir gerne. Genau. Voll nett, dass Sie jetzt uns irgendwas erzählen und wir gehen hier in ein Haus. Ja, Herr Schulz, 83, ja, passt. Passt. Ja, okay, einmal zurück. Okay. Dann gucken wir uns die Person ist aber noch drin, ja? Die haben Sie nicht rausgehen sehen. Die sind dann zum Garten, aber so. Ja, okay, dann gucken wir gleich nochmal. Okay. Bleiben Sie erstmal hier? Ja. Ja, wir kümmern uns drum. Okay. Geht's mal durch, Arnold, ob wir einen Täter vor Ort haben? Ja. Wahrscheinlich. Schlüssel Arnold für den 1532. Arnold, hört. Können Sie aber noch mal herkommen? Also es ist positiv. Wir haben hier eine Person unberechtigt im Haus. Wir würden jetzt reingehen. Der Schlüssel hängt jetzt hier. In die Nähe schicken. Der ist von Ihnen? Oh nein, aber das ist der Schlüssel von Marie. Das ist unsere Putzfrau. Okay. Von gut. Wir von gucken da mal rein. Ja, den Schlüsselanhänger erkenne ich sofort. Können Sie die mal anrufen und fragen, wo der, warum der Schlüssel hier ist? Ja, mache ich. Ja, wir gehen trotzdem schon mal rein, ne? Ja, bleiben Sie draußen. Wir kommen dann wieder raus. Okay. Ich nehme Wache. Ist sicher nach oben? Okay. Ich gehe erstmal nach rechts. Ja. Okay, die Seite ist safe. Dann gehen wir auf die andere Seite. Kommst du mit? Ja. Okay, was links? Die Tür nach draußen ist auf jeden Fall zu. Da ist er auf jeden Fall nicht raus. Okay, Wohnzimmer. Ich schieb die Tür auf, okay? Ich gehe links. Auf den Boden! Auf den Boden! Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken! Das ist ein Einbrecher. Ja. Das ist mein Haus. Okay, Hände auf den Rücken! Das ist mein Haus! Okay. Wer sind Sie? Das wäre ein Einbrecher. Ich wohne hier. Sie wohnen hier. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, ich mach fest. Ja. Ich dachte, das wäre der Einbrecher. Ich habe ein Geräusch gehört. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Wo ist Ihr Ausweis? Ich wohne hier. Ralf Schulz. Mein Ausweis ist in der Jacke innen. Zur gleichen Zeit auf der Wache Köln-Mülheim. Auf Polizeihauptkommissar Michael Weber und seine Kollegin wartet bereits der nächste Fall. Guten Tag. Moin. Guten Morgen. Können Sie bitte mit rauskommen, bitte? Ich glaube, da ist jemand im Auto drin. Ich habe gerade das Auto abgeschleppt. Was für ein Auto? Ich bin vom Abschleppdienst. Ah, danke, dass Sie sich mal vorgestellt haben. Ja, okay, gut. Da ist, glaube ich, jemand drin. Das habe ich im Rückspiegel gesehen. In dem abgeschleppten Fahrzeug? Ja, ja. Warum haben Sie ihn abgeschleppt? Weil er im absoluten Halteverbot stand. Ach so, okay. Ich gehe mal aus. Guck mal. Da gehen Sie mal vor. Ja. Der Fahrer wurde vom Ordnungsamt beauftragt, das Auto abzuschleppen. Offensichtlich wurde es zuvor in einen Graben gelenkt und hat einen Parkpfosten touchiert. Und das ist Ihr Kollege, der mitgefahren ist, oder? Ja, ja. Okay. Wir haben zusammen abgeschleppt. Ja. Wir fahren im absoluten Halteverbot. Ungünstig. So. Hier drin ist er, oder? Ja, genau, richtig. Mach mal die Tür auf. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wer sind Sie denn? Ich bin Martin Kramer. Alle nennen mich Martin. Martin! Ja. Schön, dich zu sehen hier. Was machst du denn im Auto? Kalt gewesen, ne? Ja, heute Nacht war extrem kalt, ja. Und dann hast du das Auto gefunden und war auf? War offen, ja. Wollte mich so ein bisschen aufwärmen, ne? Okay. Ich denke, guck mal nach, der Bushaltestelle ist ja zu kalt drauf. Ja, ja. So, ne? Und dann habe ich da mal ein bisschen an der Türen über geguckt. So, der war offen, ne? Okay, und dann hast du die Nacht jetzt in dem Auto verbracht? Ja, ja, ja. War ein wenigstens angenehm im Auto? Ach, es ging, das Wasser war noch kalt, aber man konnte es verkaufen. Sollen wir auf die Wache gehen, dann gebe ich dir mal einen Kaffee oder eine Suppe. Geht das so? Hast du einen Ausweis dabei? Ja, ja, hab ich. Mach mal drin. Hör mal, können wir das Auto ablassen oder wo wollt ihr ihn jetzt hinbringen? Ja, ja, können wir ablassen. Ja? Ja. Mach das. Ich mach mal kurz Kennzeichen.
Ich brauche dann Ihre Personalien gleich nochmal auf der Dienststelle. Okay, gut. Ich schreibe mal Kennzeichen auf. Dass das Auto nicht abgeschlossen war, wirft Fragen auf. Michael Weber will schnellstmöglich den Halter ermitteln und informiert deshalb Ilka Fischer. Setz dich mal hin hier. Was bringst du denn hier? Ilka, ich bring dir einen Gast. Mir? Ja, wer schreibt, der bleibt, weißt du ja. Pass auf, Hintergrund, der hat auf seinem Schlepper ein Fahrzeug. Sein Schlepper. Er hat in dem Fahrzeug, lass mich bitte ausreden, junge Frau. Er hat in dem Fahrzeug gesessen, ohne dass sie es mitbekommen haben. Auf der Fahrt zur Verwahrstelle hat er im Rückspiegel gesehen, da ist einer im Auto drin. Ach, und dann ist er direkt hier zur Dienststelle gefahren. Ich habe auch das Kennzeichen. Ja, sag mal. Weißer Ford Escort. Hier ist nochmal der Kollege vom Abschlepper. Ah ja. Nehmen wir mal vorne Platz, ich komme sofort zu Ihnen. Ja. Köln. Nordpol 1328 und dann Kolbstraße. Auf der Kolbstraße. Kolbstraße. Ich guck mal, ob ich einen Halter finde. Ja, den Ausweis brauchen wir. Ja, geben Sie schon mal her, was wir haben, haben wir. Ich bin der Martin, ne? Alles klar. Wir sind hier arbeitsteilig vorgegangen. Ich habe den Kollegen unterstützt, indem ich eine Halterabfrage gemacht habe. Dass da aber noch mehr rauskommen sollte, hätte ich mir nicht gedacht. Michael, ich hab hier gerade eine Meldung gefunden. Ja. Halterin habe ich auch, das ist eine Frau Heinze. Ja. Der Wagen wurde gerade als gestohlen gemeldet. Gerade eben. Also ist gerade von der Leitstelle eingegeben worden. Ja. Über IGVB habe ich hier auch eine Telefonnummer. Ich rufe da mal an, ob die herkommen kann. Die Halterin macht sich umgehend auf den Weg zur Wache. Währenddessen erfährt Michael Weber mehr über die Lebensumstände des offensichtlich obdachlosen Mannes. Wo ist denn der Wohnsitz? Kein fester Wohnsitz. Im Moment nicht. Ne. Im Moment nicht? Mission in Köln. Da geht der Post hin. Ja? Ja. Okay. Und da heute Abend wieder hin, wenn es so kalt ist? Oder weil offene Autos sind selten? Der ist überlaufen momentan alles. Ne? Ja. Aber ich gehe in kein Auto mehr rein. Nee, da bringt nur Ärger ein. Da bringt nichts. Ja, sagen Sie was, ne? Da kommt man in Teufelsküche mit solchen Sachen. Ja, habe ich noch nie erlebt. So was. Aber ist ja so extrem der Winter dieses Jahr. Also das ist fürchterlich. Ne? Ja. Die Frau Heinz ist hier, die Fahrzeug. Ja, super. Hallo, ich habe Sie gerade angerufen, Fischer. Dann können wir schon mal ausgehen. Ja. Hallo. Machst du mit ihr? Gut. Ja, genau. Dann ich erkläre Ihnen kurz, was vorgefallen ist. Und ja, tschüss. Martin, dann setz dich mal hin. Nehmen Sie gerade kurz Platz. Die 43-Jährige hat ihr Auto zuletzt bei sich vor der Haustür geparkt. Sie ist sich vollkommen sicher, den Wagen auch abgeschlossen zu haben. Ich wollte heute Morgen zur Arbeit und komme vor die Tür und mein Auto ist weg. Ja. So, und eigentlich federführend ist hier der Kollege. Ich habe ihn gerade nur unterstützt, weil er dir die beiden Herren hier bedient hat. Ja. Ich weiß nicht, was du jetzt im Einzelnen besprochen hast. Ich habe ihr jetzt nur schon mal die Auffindesituation erklärt. Vielleicht übernimmst du das dann. Das Fahrzeug war nicht verschlossen, weil ein Obdachloser hat heute Unterschlupf oder hat heute Nacht Unterschlupf in dem Fahrzeug gefunden. Und deswegen gehe ich davon aus, es sieht auch nicht so aus, als ob das Fahrzeug aufgebrochen ist. Ja. Jetzt müsste ich noch mal im Fahrzeug gucken, ob irgendwie, wenn Sie sagen, das Fahrzeug ist gestohlen worden, was bis zu dem gerade Zeitpunkt ja gar nicht klar war, ob da Aufbruchsspuren sind oder wie das Fahrzeug von innen aussieht. Wenn Sie mitkommen wollen, dann habe ich ja nur den Schlüssel. Deswegen, können wir gerne mal gucken. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ja, Schlüssel haben Sie aber. Wie viele Schlüssel haben Sie? Einen nur. Und der ist normalerweise hier in der Handtasche. Okay. Ist er drin? Nee. Also, weil Sie sagen, normalerweise? Nee. Wann haben Sie denn das Auto das letzte Mal bewegt, beziehungsweise Ihren Schlüssel gesehen? Gestern nach der Arbeit. Und dann Schlüssel wieder in die Handtasche? Wie immer und einfach in den Flur gestellt. Okay. Wer hat denn noch Zugriff zu Hause auf Ihre Schlüssel? Noch jemand, der das Auto bewegt? Ja, das Einzige ist meine Tochter, aber die war heute Nacht gar nicht da. Die hat bei ihrer Freundin übernachtet. Und die hat einen Führerschein? Nee, noch nicht. Ist sie denn schon mal mit dem Auto gefahren? Oder? Nein, um Gottes Willen, sie ist mitten in der Prüfung. Wenn Sie möchten, können Sie kurz mit rauskommen, dann gucken wir im Auto. Ja, dann brauchst du mich? Nee, ne? Oder? Sonst ruf mich. Muss nur aufpassen, dass der Martin nicht wegläuft. Ich habe ihm Kaffee gegeben. Ja, dann lass die Tür auf, nicht gucken. Ja. Michael Weber vermutet, dass das Auto mit dem Schlüssel der Halterin entwendet wurde. Er sucht in dem Wagen nach Indizien für seinen Verdacht. Also, ich gehe mal davon aus, dass das der Schlüssel ist. Ja. Ne? Aber der Anhänger ist von meiner Tochter. Der Anhänger auch oder jetzt nur der Turnschuh? Nee, der Anhänger. So, wie groß ist Ihre Tochter, wenn ich mich jetzt hier reinsitze? Ist sie größer als ich? Ja? Entschuldigung, 1,55. Ja, würde passen. Würde passen. So, hier liegt noch ein Schal. Der ist, glaube ich, nicht von dem... Das ist auch der Schal meiner Tochter. Dann nehmen Sie schon mal den Schal. Ja. Das ist mit... Das verstehe ich nicht. Guck mal.
Aber das kann doch nicht sein. Die hat doch heute Nacht bei ihrer Freundin übernachtet. Also die Spritwarnlampe ist am Blinken. Okay. Reifendruck prüfen. Ich weiß jetzt nicht, warum der da stand. Im Halteverbot. Im halb im Graben drin, so wie er sagte. Gut, ich schließe mal ab jetzt. Ja, aber ich frage mich, wie die Sachen ins Auto kommen. Personalien habe ich. Machen wir sofort. Personalien habe ich, dann ja. Könnt ihr eigentlich abhauen. Alles gut. In großer Sorge beordert die alleinerziehende Mutter ihre Tochter auf die Wache. An der Seite ihrer Freundin erscheint die 18-Jährige nur wenig später. Hallo. 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 Ich wurde angerufen von meiner Mutter. Ich sollte vorbeikommen. Wie ist Ihr Name? Juliette Heinz. Heinz, okay, ja. Dann kommt mal mit. Ja, habe ich gerade weggelegt. Die Juliette Heinz ist hier die Tochter und die Freundin. Super. Hallo. Okay. Geflogen? Ja, alle so nah. Kannst du mir bitte sagen, wo du warst? Mit Lia unterwegs. Und was hast du gemacht? Mir hat mir mein Auto geklaut. Und mein Schlüssel, der eigentlich in der Tasche ist, der war da drin. Und jetzt ist er nicht mehr da gewesen. Ja, wir haben gestern Abend dein Auto genommen. Was habt ihr? Wir wollten unbedingt in diese Disco rein. Und ja, wir sind halt hingefahren. Lia ist gefahren und... Und warum sind deine Sachen da bitte im Auto gewesen? Ich habe ihr halt erstmal am Anfang die ganzen Lichter erklärt, genau. Und damit sie halt Bescheid weiß, weil... Sag mal, aber ist natürlich unschlau, der Mama das nicht zu sagen, ne? Haben Sie einen Führerschein? Dürfen Sie fahren? Ja, ich habe schon meinen Führerschein. Okay, aber trotz alledem kann man natürlich nicht einfach fremder Leute Auto nehmen, auch wenn die Tochter oder die in dem Fall beste Freundin dann sagt, ja, mach mal, ne? Ich hatte halt Angst, dass meine Mutter mir das nicht erlaubt. Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Ich habe ja eben gefragt, wie groß Ihre Tochter ist. Ja. So, wenn ich jetzt die junge Dame sehe, die ja ungefähr meine Größe hat, und Ihre Tochter, die einen halben Kopf größer ist, glaube ich nicht, dass Sie am Steuer gesessen haben, sondern eher, dass Sie am Steuer gesessen haben. Die Sitzeinstellung passt nämlich zu 100% auf Ihre Größe. Ich habe am Steuer gesessen und wenn ich sehe, wir sind ungefähr gleich groß, da fehlt so ein halber Kopf. Sitzriese, würde ich sagen. Mann, Mama, was sollte ich denn machen? Du weißt, dass ich meine Prüfung nicht bestanden habe. Ich muss die in 2 Tagen neu machen. Wie soll ich die denn bestehen? Und dann willst du mir sagen, dass du heute Nacht mit meinem Auto gefahren bist? Ja, natürlich. Du setzt deine Prüfung aufs Spiel? Ja, ich weiß, aber wir haben doch auch kein Geld für die nächste Prüfung. Wie lange soll das denn so weitergehen? Ich weiß nicht, ob es gibt aber ganz, ganz prima Möglichkeiten, zum Beispiel im Verkehrsübungsplatz, Gelände, auf denen man versichert ist, wenn man irgendwo gegenfährt und vor allen Dingen auch üben und proben kann. Fakt ist, Sie haben das Fahrzeug gefahren, Sie haben das in Graben gelenkt, sind vor dem Poller gefahren, was auch immer. Ja. Sie haben einen Platten, rechts oder vorne links, und kein Sprit mehr drin. Warum haben Sie das Fahrzeug da einfach stehen lassen und hinter Mama angerufen und sagen, hier, wir müssen das Auto wegholen oder hier, Ihre Freundin hat das Auto weggefahren? Ja, wir hatten halt Panik. Dann haben wir das Auto da einfach stehen lassen, haben noch vergessen abzuschließen und dann Und Schlüssel noch, Schlüssel noch liegen lassen auf dem Fahrersitz. Ja. Und ein Obdachloser hat sich da heute Nacht hat sich in dem Fahrzeug bequem gemacht. Sollte froh sein, der Deckerführerschein hat, der hat das Auto weggefahren. Tut mir leid, Mama, wirklich, das kommt nie wieder vor. Der Schülerin droht wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Geldstrafe. Zur gleichen Zeit in Köln-Widdersdorf. Der vermeintliche Einbrecher beteuert gegenüber Arne Schneider und Robin Sturm, in dem Haus zu wohnen. Er kam heute früher nach Hause und hörte seltsame Geräusche. Waren Sie denn eben schon im Haus? Nein. Nee, wir sind gerade reingekommen, weil wir nämlich von Ihrer Frau gerufen wurden. Gut. Okay, Ralf Schulz. Sie sind der Herr, Ralf Schulz? Ja, genau, ich wohne hier, ja. Okay. Ich habe ein Geräusch gehört, dann hatte ich mich hier versteckt. Gut, wo haben Sie das Geräusch gehört? Ja, der war da vorne im Treppenhaus, dann habe ich hier nur die Waffe von der Wand genommen. Okay, passt. Gut, hast du die Waffe? Ja. Ich mache sie jetzt einmal kurz los, dann können Sie raus zu Ihrer Frau. Wir konnten jetzt eine Person im unteren Teil des Hauses feststellen. Diese haben wir erstmal festgenommen. Es ist aber dann dabei rausgekommen, dass das der Ehemann war von derjenigen Frau. Den konnten wir also wieder freilassen. Dann sind wir weiter durchs Haus, weil er uns gesagt hat, der wäre noch ein Täter. Wir konnten einen Täter dann oben im Haus feststellen. Aber wo? Damit haben wir nicht gerechnet. Ist das safe? Ja. Dann gehen wir hier rein. Hier ist ein Geräusch gehört. Hier ist auch nichts. Hier ist die Polizei. Kommen Sie einmal unter der Decke her. Okay. Die Hände auf den Rücken, auf den Bauch drehen. Hände auf den Rücken. Beide. Ich will Ihre Hände sehen. Gut. Die Person auch über die reingerannt ist, anscheinend, ja. Gut.
Haben Sie einen Ausweis? Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, wenn Sie mir die Handschellen frei machen. Die machen wir jetzt nicht. Nee, die nehmen wir nicht. Sie können uns auch sagen, wo der ist, und dann holen wir uns den. Drehen Sie sich mal auf die rechte Seite. Drehen Sie sich mal auf die rechte Seite. Was gehört? Arschtasche. Setzen Sie sich einmal hin. Stellen sich auf. Okay. Gut. Wo Arschtasche? Ah, hier ist ein Pumpen. Nee. Können Sie uns mal sagen, was Sie hier gemacht haben? Was verstecken Sie? Wer Sie sind? Ja, ich bin Armin Bayer. Und Armin Bayers, okay. Wollte eigentlich nur den Eishockeyschläger nehmen. Eishockeyschläger? Warum? Der hier oder was? Ja. Was machen Sie hier in dem Haus? Also, wie kommen Sie hier rein? Ich habe meine Frau, die arbeitet hier als Putzfrau. Okay. Die hat mir erzählt, dass der Herr, der oder die Eigentümer dieses Hauses auch Haie-Fan sind und haben mir dann erklärt, dass da, die hat mir erzählt, dass da Ware sind vom Haie, Eishockeyschläger mit Unterschriften. Und ich bin auch so ein Fan davon und ich verdiene nicht viel, ich bin LKW-Fahrer. Bist du da drin jetzt? Schläger, oder? Ich guck mal, was das überhaupt ist hier von den und dann habe ich mir die Gelegenheit genutzt, weil meine Frau gesagt hat, die sind am Arbeiten. Sie ist an einem Objekt am Arbeiten und habe ich gesagt, okay, komm, dann nimmst du die Chance, nimmst du den Schlüssel und dann klaust du denn den. Okay, also Sie haben, Ihre Frau weiß nichts davon, Sie haben ihr den Schlüssel geklaut und wollten ihr dann den Schläger klauen, ja, so. Okay. Da an der Haustür der Schlüssel der Putzfrau steckte, hat die Hausbesitzerin ihre Haushaltshilfe inzwischen angerufen und einbestellt. Okay, Herr und Frau Schulze, wir haben eine Frage. Kennen Sie diese Person? Nein, was machen Sie in meinem Haus? Stückchen haben Sie noch nicht hier das ist in unserem Haus. Was machst du hier? Wer sind Sie jetzt? Wer sind Sie jetzt? Ich bin die Frau von dem Herrn. Sie sind die Frau von dem Herrn? Okay, also das ist Ihre Reinigungskraft? Ja. Okay, und das ist Ihr Mann? Ja. Mein Mann. Okay, gut, dann hätte ich mir eine Frage. Also, wo ist hier Schlüssel für das Haus? Den habe ich zu Hause liegen gelassen, da ich heute nicht hier geputzt habe, sondern bei einem Nachbarn. Ja, jeden Tag putze ich halt woanders. Können Sie mal gucken, können Sie mal den Schlüssel bitte aus der Tür holen, ob das der von Ihnen ist? Hatten Sie jetzt erkannt? Weil Ihr Mann hat anscheinend Ihren Schlüssel geklaut und wollte hier den Schläger von... Das ist mein Schlüssel, oder? Ist doch deiner. Das ist meiner, ja. Okay, also Ihr Mann wollte auf jeden Fall hier, sag ich mal, den Schläger entwenden und hat Ihren Schlüssel dafür genommen. Anscheinend haben Sie ihm ja da was von erzählt, ne? Dass der hier einen Schläger vorliegt, der mit den Unterschriften ist. Ja, er ist ja Fan von den Haien, dann habe ich ihm das nur erzählt, aber ich habe nicht gedacht, dass er so eine Scheiße baut, ne? Was das was soll. Was denn, wegen einem Eishockeyschläger ein Eindruck? Ja, der hier, den ich jetzt hier das habe. Was? Den Schläger? Den haben wir gefunden. Das gibt's also, doch gar nicht. Uns würde, jetzt, war der bei dem Täter. Uns würde jetzt interessieren, ob Sie von der Sache wussten oder ob Ihr Mann jetzt alleine da gehandelt hat. Tut mir wirklich leid, dass ich... Du weißt, du arbeitest als Putzfrau, ich als LKW-Fahrer, ich verdiene wirklich nicht viel Geld. Und du weißt, dass ich auf Haie stehe und ich habe gesagt, komm, ich verkaufe das. Der diebische Eishockey-Fan wird wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls angezeigt. Seine Frau hat ihm verziehen, sie putzt nun woanders.